dieser kleine Freund hat sich nicht verlaufen, der ist hier zu Hause. Wir sind in Nara. Und diesen Ort machen nicht nur die Tempel besonders, sondern vor allem die Sika-Hirsche. Sie gelten als Götterboten. Sind sie manchmal gefährlich? Ja, wenn sie hungrig sind, dann greifen sie auch manchmal die Kinder an. Sie sind eben wilde Tiere. Sie sehen so niedlich aus, aber manchmal ändern sie ihr Verhalten. Sei vorsichtig. Diese Cracker sind das einzig erlaubte Futter. Und weil die Hirsche eben japanisch sind, beherrschen sie diese landestypische Höflichkeitsgeste.